Okay, komm. Oh ne, ich hab keine Kohle dafür. Cricket kostet scheinbar mehr, als ich dachte. Jetzt habe ich nochmal Kohle geholt. Leo Level 5 Cricket. Was mache ich? Ich mache es ihm richtig schwer. Triple 20. Und dann mache ich eine Triple 19. Und dann mache ich eine einfache 18. So, Leo, streng dich an. Achso. Einmal abdrücken. Jetzt an. Alter, das Level 5 Teil ist schon hart. Er geht auf die 18, macht die zu. Macht jetzt wahrscheinlich Punkte auf die 18. Jupp, trifft die Triple 18. Und versucht jetzt die 20 zuzumachen. Trifft nur eine 20. Na gut, dann gebe ich ihm jetzt auf der Triple 20 ein paar Punkte. Weißt was? Und nochmal. Er kann mich ja nicht immer besiegen hier. Jetzt mache ich ihm die 18 auch noch zu. So, viel Spaß damit. Mal schauen, was er jetzt macht. Er macht die 17 zu. Macht Punkte. Diesmal nehme ich ihn nicht zu leicht, so wie beim Split-Score, den ich weggemacht hat. Hey. So, jetzt mache ich Triple 17 zu. Triple 16 zu. Ups, hab doch. Oh nein, ich habe zweimal Triple 7 gedrückt. Ich habe mich verdrückt. Ich habe auf die Kamera geguckt. Okay, Chance für ihn. Chance für ihn, mal gucken. Gucken, was er macht. Ja, jetzt kommt er. So, jetzt ist er vorne, was macht er? Noch mehr Punkte. Trifft aber nur die Triple 8. So, jetzt mache ich eine Triple 20. So, vorne. Jetzt mache ich die 16 zu und die 15. Das ist schon übermenschlich hier, Jungs, ganz ehrlich. Muss abdrücken. So, Leo, gib mir. Ah, geht auf Bull. Er kann nichts anderes mehr natürlich. Jetzt macht er noch einen Double Bull, komm. Ah, doch nicht. Okay, jetzt lasse ich ihn noch mal ein bisschen rechnen. Jetzt gebe ich ihm eine 100. Mal schauen, was er dazu sagt. Ob er jetzt nochmal abgeht. Mhm. So, jetzt gebe ich ihm mal eine 60. Tu ihm mal nichts. Also, dass er pro Level einen Credit nimmt, ist schon zu hart, muss man sagen. Jetzt hätte ich für 2 Euro nur ein Spiel gehabt auf dem Level. Und wenn ich das Level in Wirklichkeit spielen würde, dann hätte ich die 2 Euro auch. Jetzt mache ich mal eine 19 daneben und eine 19. Lass ich ihn mal. Lass ich ihn mal kommen. Er muss ja noch 20 und 19 zumachen. Und 15. Jetzt ist er vorne. Jetzt wird er zumachen. Zielt auf Doppel 20. Okay. Macht die 20 zu. Gebe ich ihm mal noch eine 19 und noch eine 19 und noch eine 19. Kann er mal drüber nachdenken, wie verdammt gut er ist. Und wie er mich ärgert. Tja, das fühlt sich nicht so gut an, Leo, ne? Wenn man an der Wand ist. Da kommt er wieder. Jetzt muss ich fast schon mitrechnen, damit er nicht heimlich zumacht. Wenn er jetzt Triple 19, Triple 15 macht, ist er aus. Also ich gebe ihm noch eine Chance. Ich mache jetzt 2 Bull. Und mache noch eine Triple 20. Nee,
Kann ich nicht machen. Ne, 19, Triple 19 mache ich noch. So. Jetzt lassen wir ihn nochmal. Schauen, ob er es macht. Nope, ist nur Single Bull. Das kann er nicht ausmachen. Geht nur auf Bull. Du kriegst nochmal eine Triple 19. Und dann nochmal eine 19. Und noch eine 19. Ha! Ich lasse ihn jetzt nicht nochmal gewinnen. Jetzt wieder abdrücken. So. Bullseye reicht jetzt nicht. Krass. Jetzt macht er die 19 zu. Ne, er geht nochmal auf Bullseye. Tjo, jetzt muss ich eigentlich... Gebe ich ihm nochmal eine Triple 19 und drück ab. Und ob er ausmacht. Dazu bräuchte er jetzt 19, 15 und Bull. Nee, kann er gar nicht schaffen, tut mir leid. So, doch, jetzt muss er 15, 19 machen. Genau. Jetzt hat er noch einen auf Triple 15. Krasses Teil, ja. Das gibt's ja gar nicht. Ja, unter mich. So, wie viel Credit habe ich jetzt noch? Die Taste, wenn die geht. Wenn die geht, lässt er auch. Nee, habe ich noch. Jetzt habe ich doch noch 5 Credits scheinbar. Machen wir mal Highscore. Schauen wir, was Leo 5 auf Highscore macht. Das Game kann ich anmachen. Kostet scheinbar gar nicht so viel, aber jetzt gebe ich ihm mal richtig. Jetzt kitzeln wir mal richtig raus. Jetzt fängt der Murat an zu staubsaugen. Toll, Dankeschön. Ich mache ein Video für YouTube. Mach dich schön. Du kannst auch mitmachen. Muss ich tanzen? Sehr gut. Persönlich. Ja, natürlich putzt der Wirt hier persönlich. Ist doch sonst keiner da. Nein, hier wird immer super sauber gemacht, muss ich schon ehrlich sagen. Hier, guck, alle machen sauber. Ah, 81, das reicht aber nicht. Ich gebe ihm nochmal eine mit. Ich schau mal später, ob ich das durchgehen lasse, hier, dass hier gestaubsaugt wird. Kommt er nicht hinterher. Ah, ich mache jetzt hier keine Gnade. Ich will auch mal ein Spiel gewinnen gegen den. So, da lasse ich ihn aber übelst stehen, ne? Falls MBG jetzt zuschaut, ich weiß, dass du das kannst. Ich weiß, dass ich das nicht könnte. Aber der Leo ist trotzdem ein guter Gegner. Ah, der lässt sich nicht so leicht abschütteln. Jetzt muss ich ja mal einen Fehler machen. Machen wir mal eine ganz normale 60, wie jeder normale Mensch ab und zu macht. Er hat ja nur noch 3 Runden Zeit. Highscore geht bis 7. Runde. Daneben wird gedartet, deswegen klingelt es dann nochmal. Ah, jetzt ist er schon wieder dran, noch eine 180. Das ist ein Biest, hey. Jetzt gebe ich ihm eine 100. Man muss ihn ja ein bisschen ärgern, glaube ich. Wahnsinn. Wahnsinn, da kommt er wieder. Jetzt muss ich ihm 180 drücken, weil jetzt ist er vorne mit jeder 180. Jetzt gucken wir ihn mal, was er macht. Also er hat jetzt die Credits nicht gefressen, aber er hat mich das Spiel nicht anmachen lassen mit weniger Credits. Jetzt muss ich irgendwie noch rausfinden, was da los war. Ha! So, Computer, jetzt habe ich dich.
Ah, das reicht natürlich nicht gegen so einen Spieler wie mich. Jetzt gebe ich ihm eine Triple 19 zur Demütigung. Ach so, jetzt ist die Frage natürlich, ob ich jetzt 0,57 habe oder nicht. Jetzt muss er weniger als 140 machen, damit wir das rausfinden können. Ah, komm, triff eine 20. Nein! Ja. Jetzt werden wir es wieder nicht rausfinden. Jetzt wissen wir es nicht. Hätte er 900 irgendwas stehen gehabt und gewonnen, hätten wir es gewusst. Hat wieder nicht geklappt. Egal. Jetzt muss man mal gucken hier. Die Taste, wie gesagt, die Taste geht. Wenn die geht, dann macht er auch sofort aus. Habe ich noch 3 Credits. Oh, Split Score. Rapid Fire ist wahrscheinlich ziemlich sinnlos gegen ihn. Schauen wir mal. Man kann den Leo anmachen bei Rapid Fire. Ja, ich nehm die maximale Zeit. Leo auch. 6, 10, 18. Ich mach mal, nur um zu gucken, 6, 10, 18. Ui, das war knapp. 6, Triple, 10, 18. Schauen wir, was er macht. Natürlich Triple 6, Triple 10, 18, krass. 7, 14, 16, so schnell kann ich gar nicht selber drücken. Triple 7, Triple 14, 16. So, ein bisschen Paroli muss man ihm schon bieten, ne? Der lässt sich nicht leicht besiegen. Ich habe noch nicht rausgefunden, ob, wenn der im Rückstand ist, er nochmal tatsächlich nachlegt oder ob er einfach so ein Viech ist. 5, 8, 17, da muss ich jetzt schon Triple machen. Triple 5, Triple 8, Triple 17. So, frisst das, Leo, 5. So ein Viech, ey. Der ist schon wieder vorne. 2, 11, 15, dann mache ich eine normale 2. Eine Triple 11, Triple 15. Also ich drücke mit dem Finger, ne? Das ist ja mehr als deutlich, das seht ihr ja. Er wirft, in Anführungsstrichen. Oh, er hat eine 6 getroffen, statt einer 11. Triple 6 sogar. Jetzt ist er weit hinten, ich weiß nicht, ob er das schafft. So, jetzt mache ich hier eine 1, eine Triple 12 und Single Bull. Gebe ich ihm noch ein bisschen Luft, damit er schauen kann, wo er bleibt. Triple 1. Triple 12, er ist kompromisslos, ne? War das Single Bull? Das war, glaube ich, Single Bull. Jetzt muss ich schon, jetzt gebe ich ihm eine 4, Triple 13, Triple 20. So. Jetzt da. Triple 4. Keine 13. 3, 9, 19. Jetzt mache ich eine Triple 3, eine 9 und eine Triple 9. Eine Triple 3, eine Triple 9 und eine 19. Schau mal, ob er das noch packt. Triple 3. Triple 9. Ach komm, eine Doppel 19. Weil er so gemein war zu mir. Kann er nicht mehr rankommen. Ah. Ja, nur eine 19. Hey, ich habe gewonnen. Gegen den Leo. Boah. Also wie ihr seht, der Leo ist ganz schön krass, vor allem auf Level 5. Da macht er dich richtig hart nass. Und er kann alle Games. Soweit ich das gecheckt habe, kann er alle Spiele. Und Level 1 bis 5 kann er auch. Level 5 ist richtig Pro-Niveau. Und auf Level 1 habe ich mal gecheckt. Wir können mal gucken, ob wir einen auf Level 1 machen, aber ich weiß nicht, ob ich so lange hier stehen kann, weil da ist er wirklich nicht so gut. Aber wir machen mal ein 301. Weißt du, was wir machen? Wir machen mal 301, Double in, Double out. Und dann schauen wir mal Leo Level 1. Nein, ich habe schon wieder kein Geld. Warum kostet der mehr als ein Credit? Jetzt muss ich nochmal Credits holen. So, jetzt schmeißen wir nochmal Geld.
Und jetzt versuchen wir mal diesen hier, Double in, Double out, Level 1. So, Level 1. Schau ich mal, ob er überhaupt reinkommt. Ich komme natürlich sofort rein und mache 220er. So. So, Leo, Level 1. Er will die 20, trifft die 1. Das ist Level 1, ne? Das ist das krasse Gegenteil von 5. Schmeißt drüber. Ja, kommt nicht rein. Kommt nicht rein. Ich schmeiß natürlich eine traditionelle 26. So wie man das halt so macht. Schau ich nochmal. Schauen wir, ob er reinkommt. Ja, mit Doppel 5 geht es natürlich auch. Er versucht Triple 20, trifft die 18. Ganz normale Streuung. Und trifft eine 20, das ist Komoot, würde ich sagen. Ich schmeiße ihm mal eine 41, ist auch ganz normal. Hier, so. Schauen wir, was er macht. So, er macht, er zielt auf Triple 20. Eine 13. Aber weit weg. Doppel 20, warum macht er sowas? Aber er trifft 5. Ich mache nochmal eine 26. Bin weit vorne. Warum nicht? Bin so schnell reingekommen, das passiert normalerweise nicht. Also Level 1 ist schon ein Niveau, das man schlagen kann. Geht auf Triple 20. Jetzt ist er vorne. Ne, ist er nicht. Ich bin natürlich noch vorne. Jetzt mache ich mal eine 60, eine solide 60. So. Boah. Ich habe hier Rücken, deswegen habe ich boah gemacht. Jetzt versucht er Triple 20, jetzt versucht er alles. Trifft Single Bull. Nicht schlecht. Da ist das Baby, das geht jetzt auch heim. Die gehen jetzt alle heim. Ich durfte hier noch filmen, was sau nett war. Habe ich Master Out? Nee, ich habe Double Out. Hat er keinen Finish. Dann mache ich die 20, die 16 und noch eine 16. Hat leider verpasst. Mal gucken, was der Computer kann auf Level 1, wenn er 51 hat. Kann einen Finish machen. Wir sind hier Double in, Double Out. 301, Runde 6. Ne? Er stellt sich. Trifft nicht. Trifft nicht. Okay. Runde 7. Ich mach mal 8, 4, 2. Klassiker. Stell mir Madhouse, weil ich Bock habe auf Party. So, Runde 7. Immer noch recht hohes Niveau, muss man sagen, wenn er jetzt ausmacht. Macht er nicht. Macht er nicht. Geht auf Doppel 12. Macht aus. Krass. Tja, so gut ist er wohl. Der Leo Level 1. Ist noch ziemlich krass drauf. Ja, er hat meine Wurfweise übernommen. Ja. Du, ich bin gleich reingekommen gegen ihn. Er macht einfach aus. Nein, ich habe ihm ein bisschen Chancen gelassen. Also jetzt wisst ihr, wie gut er ungefähr ist. Der ist ziemlich gut, auch Level 1. Und auf Level 5 ist er ein Tier. Da ist er Profiniveau. Ich hoffe, ihr hattet Bock auf das Video und ich kann jetzt nicht hier arbeiten, weil ich werde beobachtet. Also ciao.